Wir Piraten stehen aber auch für Verbraucherschutz. Und beim Verbraucherschutz haben wir die Situation seit Jahren in diesem Land, dass die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein strukturell unterfinanziert ist und deswegen ständig von Kürzungen bedroht ist. Sie ist abhängig von Projektmitteln, die von vornherein nur befristet sind. Und deswegen reden wir jedes Jahr, seit wir hier im Landtag sind, jedes Jahr darüber, dass wieder Kürzungen anstehen. Übrigens war es auch und gerade unter der schwarz-gelben Vorgängerregierung der Fall. Sie haben sogar noch gekürzt den Zuschuss zur Verbraucherzentrale. Aber die Koalition, die ja in ihrem Koalitionsvertrag eine Verstärkung der Verbraucherberatung verspricht, hat das so unzureichend getan, dass 2014 in Wahrheit die Öffnungszeiten eingeschränkt werden mussten der Beratungsstellen in unserem Land. Und 2017 droht sogar ein Abbau der Verbraucherberatung um 93 Wochenstunden. Steht heute in der Zeitung, Herr Kollege Harms, lesen Sie es nach. Fakt ist, dass wir damit in Schleswig-Holstein so wenig Verbraucherberatung haben wie noch nie in der Vergangenheit. Wir haben gemessen an anderen Bundesländern wenig Beratungsstellen, die haben wenig geöffnet. Der Landeszuschuss zur Verbraucherberatung ist wenig im Verhältnis zu anderen Bundesländern auf den Einwohner umgerechnet. Deswegen kann ich da gemessen an dem, was Sie im Koalitionsvertrag versprechen, nur sagen, versprochen gebrochen. Für uns gehört eben zur Informationsgesellschaft auch dazu, die Menschen aufzuklären in einem unübersichtlichen Informationsdschungel, in einem unübersichtlichen Markt, ihnen eine Hilfestellung zu geben, wenn sie betrügerische E-Mails kriegen oder in Verträgen feststecken. Deswegen ist unser Antrag für die Haushaltsberatung heute als Notmaßnahme, die Landesfinanzierung doch wenigstens in einem ersten Schritt auf 1 Million Euro aufzustocken. Es ist nicht viel, sehr verehrte Damen und Herren, es tut Ihnen auch nicht weh, Herr Kollege Voss, aber Sie verhindern damit, dass uns 93 Wochenstunden Verbraucherberatung im nächsten Jahr fehlen. Wollen Sie das? Wenn nicht, was tun Sie dagegen? Ist meine Frage an Sie. Wir Piraten fordern eine Verbraucherschutzoffensive. Wir wollen die Beratung vor Ort ausbauen. Wir wollen eine Erstberatung über das Internet einführen. Und wir wollen, dass sozial Schwache keine so hohen Kosten aufbringen müssen für die Verbraucherberatung, weil sie das eben nicht können. Applaus